Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, was ich jetzt überhaupt sagen wollte zuerst. Naja, egal. Wir werden heute die Tokyo Challenge starten. Wir sind immer noch mit dem FX45 unterwegs und ich werde mal gucken, wie wir jetzt heute zurechtkommen. So, den Typen nehmen müssen wir, oder weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt hätte killen müssen. Weiß ich jetzt nicht, wie das mit der Hintergrundmusik ist, aber sicherer ist es. Die jetzt hier läuft, die kann ich einerseits ganz gut, ganz gut überlabern und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das Video da nicht gesperrt wird bei der Musik. Naja, also wir müssen mal gucken, ob wir mit dem FX45 klarkommen. Ich denke mal, ich habe es mir ein bisschen schwieriger gemacht, als es nötig war, indem ich den Wagen aufgerüstet habe. Aber die Tokyo Challenge ist an sich eigentlich relativ einfach. Ich hoffe mal, dass sie es jetzt heute auch ist. Ansonsten würde ich halt wieder den CTSV nehmen. Und ja, dann gucken wir mal. Also wir haben jetzt bei der Tokyo Challenge, ich kann euch das gleich mal auf der Karte zeigen. Es regnet auch noch, na toll. Also es gibt hier verschiedene, es gibt ein Turnier, das können wir aber nicht fahren, weil dafür brauchen wir einen Exoten oder so ein Klasse A Fahrzeug. Das wird ja erst im weiteren Verlauf freigeschaltet. Am Ende des Spiels, wir haben jetzt hier so eine, so einzelne Rennen und die müssen wir fahren und wenn wir, eine bestimmte Anzahl von Rennen gefahren haben, dann wird ein Clubturnier freigeschaltet. Ich glaube, das ist zuerst für Klasse D-Fahrzeuge oder, ja, ich glaube, das erste ist für Klasse D-Fahrzeuge. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, wir müssen halt diese lilafarbenen Rennen müssen wir jetzt absolvieren und da würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal hier an. Ich muss mich wieder von GTA 5 muss ich mich wieder umgewöhnen von der GTA 5 Steuerung. Ich will jetzt irgendwie immer mit R2 Gas geben, ganz schlimm. Naja, schauen wir mal, wie das jetzt heute wird. Da haben wir uns jetzt ganz gut durchge... Ach, ich glaube, ich weiß, was das für ein Rennen ist. Das ist, Bridges Blitz. Ein Rundenrennen. Hier übrigens sitze hier halb im Dunkeln, irgendwie der Strahler in meinem Zimmer funktioniert nicht mehr richtig, irgendwie, keine Ahnung, da ist immer andauernd dann Ding ist weg, andauernd das Licht weg, als ob da ein Wackelkontakt oder sowas ist, keine Ahnung. Naja, egal, beim Rennenfahren wird es uns hoffentlich jetzt nicht allzu sehr handicappen. Ja, hier ist ein bisschen schwierig wegen dem Regen. Also normalerweise kann man hier schon überall immer schön Vollgas fahren, aber der Regen macht es doch etwas trickier. Aber was gut ist, dass unser Wagen nicht allzu schnell ist. Von daher können wir das eigentlich ganz gut ausgleichen. Also normalerweise fahre ich die Tokyo Challenge immer mit Hupsala. Mit den Exoten, also zum Ende des Spiels hin. Das hat auch den Vorteil, dass man dann wesentlich mehr Geld für die Rennen hier in Tokio bekommt. Aber gut, es ist jetzt... was will man am Ende mit dem Geld haben? Ja, ein paar Autos kaufen oder so und die noch ummodifizieren. Aber das ist ja jetzt auch nicht so spannend. So, gut, wir sind noch Erste.
können wir gleich mal ein bisschen hier. Zack. Okay, jetzt hatte ich glaube ich ein bisschen einen Tick zu spät drauf gedrückt. Akku aktiviert. Dadurch hat es mich jetzt doch ein bisschen abgebremst, aber wir konnten uns jetzt absetzen. Also ihr seht schon, das scheint jetzt doch etwas einfacher zu sein als die Karriere. Macht natürlich auch irgendwie Sinn, weil ja, wenn das jetzt so super schwierig wäre, dann hätten die Spieler wahrscheinlich ja, irgendwie dann auch nicht so richtig Lust, das noch irgendwie zu spielen. Weil es ja jetzt auch nicht irgendwie für die 100% Karriere vonnöten ist. Das Einzige, was man halt machen kann, ist, dass man A, Geld damit verdient und B, ja, neue Autos freischaltet. Anderen Zweck hat hier die Tokyo Challenge eigentlich nicht. So, das war jetzt auf jeden Fall relativ souverän, würde ich mal sagen, wie wir das jetzt gewonnen haben. Jetzt können wir hier nochmal Nitro aktivieren und haben einen riesen Vorsprung. Wir können mal gucken. Wir waren jetzt auch in der zweiten Runde 12 Sekunden schneller als in der ersten Runde anscheinend. Das erklärt, wieso wir die jetzt in der zweiten Runde auch so abgehängt haben. War natürlich auch gut, dass wir jetzt den 16 Sekunden Vorsprung, WTF. 2.600 Dollar haben wir verdient. Und was ich sagen wollte, es war natürlich gut, dass wir jetzt in der zweiten Runde auch auf der einen langen Geraden Nitro aktiviert haben. Und konnte man natürlich dann auch gut machen mit Akro. Weil ansonsten ist das doch immer ein bisschen gefährlich an der Stelle. So, ach Quatsch. Immer auf den falschen drauf drücken. Nein, no. Das wollte ich eigentlich als nächstes mal machen. Tokyo Race. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts, was das für ein Rennen ist. Ich glaube, das ist ein etwas anspruchsvollerer Kurs. Das kann man übrigens auch an den am Geld kann man sehen, den Schwierigkeitsgrad, also das Geld, also wie viel man für ein Rennen kriegt, das tut sich natürlich an dem Fortschritt der Karriere erstens orientieren, aber dann zweitens halt auch noch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad. Also ihr habt gemerkt, das erste Rennen 2600, das jetzt 3000. Aha, das ist ein Rundenrennen, okay. Ah, okay, das hat hier einen anderen Namen. Ich weiß, was das für ein Rennen ist. Das ist Sumida Bridges, heißt es, glaube ich, in Deutsch. Ich habe ja hier irgendwie amerikanische ISO, dann hat das hier einen anderen Namen. Gut, das erklärt einiges, wieso ich mich jetzt an das Rennen überhaupt nicht erinnern konnte. Gut, das ist, sage ich mal, auch relativ trivial, aber nicht, wenn man so fährt. Na gut, jetzt können wir hier mal kurz einmal Nitro zünden und uns ein bisschen absetzen. Wieder. Ja, aber einer hängt noch ziemlich an uns dran, den werden wir nicht so schnell los, leider. Entschuldigung. Den hätten wir jetzt auch mit Akro wegbumsen können. Das war jetzt dumm. Das Gemeine hier bei dieser Strecke, also es ist, diese Strecke ist eigentlich klüger, wenn man die mit einem langsamen Wagen macht, weil wenn du die dann am Ende des Spiels mit dem Exoten machst, dann springst du, dann musst du entweder stark vom Gas gehen vor diesem Sprung oder du landest halt im Wasser. Der Vorteil dabei ist allerdings auch, dass alle anderen Gegner, also dass die KI auch im Wasser landet. Und gut, wenn man selbst im Wasser landet, ist das Rennen vorbei. Wenn die KI im Wasser landet, dann wird sie halt zurückgesetzt. Und dadurch kommt es dann halt häufig, dass man hier, keine Ahnung, eine halbe Minute Vorsprung oder so das Rennen gewinnt, weil die hinter einem dann halt häufig abstürzen. So, ja, ich weiß nicht, was das da für eine Kiste ist, die hinter uns ist.
Okay, das sieht aus wie ein Muscle Car. Fuck. Na gut. Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Haben wir trotzdem gewonnen, trotz dieses Fehlers. Ich wollte ihn noch mit Akro weghauen, den Gegner, aber hab dann gesehen, dass ich viel schneller mit Nitro da rausbeschleunigt bin und dass ich ihn sowieso dadurch abgehängt habe. So, gut. Jetzt weiß ich immer noch nicht. Jetzt muss ich guck noch mal kurz auf die Uhr. Und ich kann es mir nicht merken, dass ich auf Select drücken muss. So, das, upsala. Das war jetzt auch nicht so geplant. Das war wieder GTA-Steuerung. Ja, ist ganz gut, dass ich jetzt heute hier am Samstag aufnehme, weil morgen hätte ich dazu keine Zeit und wie gesagt, ich tue jetzt immer eine Aufnahmesession machen und dann tue ich dann halt immer so 2-3 Folgen im Voraus produzieren. Mal gucken, wie lange ich heute mache. So, ja, das nächste Rundenrennen. Aber ihr seht schon, also so richtige Gegner sind das bis jetzt noch nicht. Die KI bis jetzt noch nicht. Wesentlich angenehmer zu fahren als die SUV WTF. Als SUV und beziehungsweise Truckrennen in San Diego. So, das war jetzt natürlich nicht so schön. Jetzt bin ich da mit dem Typen, der abbiegt, kollidiert und der hat mich dann gleich mit ins Ausgeschossen sozusagen. Aber da ist jetzt noch nichts verloren. Das können wir alles noch aufholen. Jetzt hier schön mit Nitro einmal eine Runde lang. Gut. Er ist woanders gegen gesprungen, also sind wir schon wieder Erster. Also ihr seht, der Schwierigkeitsgrad hier ist wirklich relativ human. Oh. Fahre ich selber einen Blödsinn zusammen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig die Strecken kenne. Und ist etwas... etwas schwierig ist, sich gleichzeitig auf den Verkehr, also auf die Straße zu konzentrieren und zu reden und dann noch die Minimap im Blick zu halten. So, also einen Gegner haben wir immer, die anderen, die haben sowieso, können sowieso nichts, so in etwa sieht's aus momentan. Der ist jetzt aber auch irgendwo gegen gefahren, der zweite. Boah. So. Gut, dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Den ganzen Spaß. Einmal um die Kurve. Oh nee. Das war jetzt nicht klug. Aber es ist trotzdem kein Problem. Noch einmal schön hier Nitro gezündet und also der zweite wurde vom dritten jetzt wieder eingeholt. Der hat anscheinend noch einige Fehler gemacht. Ja, 9 Sekunden Vorsprung, also die Gegner hier sind wirklich nicht so der Rede wert bis jetzt. Hoffe nur, dass das so bleibt.
So, gucken wir mal, wo es jetzt hingeht. Gut, ich mache halt immer die Strecke, die als nächstes ja, verfügbar ist. Okay, also wir könnten jetzt schon ein Turnier fahren, das Klasse D Fahrzeugturnier. Das machen wir jetzt aber noch nicht, weil da müssten wir den Wagen wechseln. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir jetzt erst noch mal ein paar Rennen fahren und vielleicht das ein oder andere Turnier noch freischalten. Wobei jetzt da bei mir die Überlegung ist, ob ich jetzt wirklich schon, upsala, ob ich jetzt wirklich schon alle Turniere fahre. Es ist ja auch so, dass die Autos, die man hier gewinnen kann, jetzt auch nicht so, so den Mehrwert haben, also jetzt auch nicht so wichtig für die Karriere sind, sind alles keine Autos, die ich jetzt fahren würde, bis auf die Exoten, die man bei den zwei, ja, Exoten bzw. Klasse A Fahrzeugturnieren bekommt. Ansonsten ist das halt wirklich alles nicht so berauschend. Den Chopper, der ist eigentlich auch noch ganz, ganz in Ordnung, aber das war's dann eigentlich auch schon. So, ja, hier ist es etwas schwieriger, die ganze Angelegenheit. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Das war jetzt wirklich unnötig. Das war jetzt wirklich unnötig, dass ich das jetzt nochmal machen darf, weil ich dem da hinterher gefahren bin. Einfach richtig hohl und nicht auf die Karte geguckt habe. Das war jetzt wirklich, ja, sagen wir mal so, meine eigene Dummheit. Werd auch nur Dritter. WTF, kriegt noch nicht mal das Geld für den dritten Platz hier, weil es nur drei sind. WTF, gut, also da müssen wir jetzt echt sehen. Aber guckt euch mal an, wie die ja hier am Anfang abgehen. Ey, WTF, das ist doch jetzt echt mal wieder richtig, richtiger Witz, ey. Gut, aber wenn wir die richtige Strecke fahren, dann müsste das eigentlich auch klappen, dass wir hier Erster werden. So, hier können wir jetzt den ersten Nitro zünden. Müssen wir hier rein. Zack. Und ja, dann haben wir das Rennen jetzt eigentlich relativ souverän und sicher gewonnen. Obwohl man sagen muss, der zweite klebt mir das noch ziemlich am Arsch drin. Aber er hat trotzdem keine Chance. Schien jetzt eine Strecke zu sein, wo die KI etwas stärker ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Also, dass es Strecken gibt, wo die KI stärker ist und welche, wo sie schwächer ist. Also, wo es dann einfacher ist zu gewinnen. Naja, gucken wir mal, dass wir das als nächstes da hinten diese Markierung mal aufsuchen und das Rennen fahren.
Tokio-Tour heißt die nächste Strecke. Kann ich mir jetzt auch leider nicht so viel drunter vorstellen. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf drin, wie die Strecke ging. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, ich kann. Nee, doch nicht. Oh. Ja. Also bei einigen Kurven hier wäre es natürlich wirklich gut, wenn man Fokus hätte. Aber ja, letztendlich hier die Straßen sind eigentlich auch meistens so breit, dass man eigentlich gut um die Kurven rum kann. Gibt nur so ein paar gemeine Stellen. So, ja, jetzt werden wir zum Fuck. Erstmal auf die Schienen fahren, wollte ich sagen, und fliegt schon gleich wieder runter. Gut, das heißt, das werden wir wahrscheinlich noch mal machen müssen, aber wir können es trotzdem jetzt noch mal hinterher fahren, um uns die Strecke auch ein bisschen, ja, besser merken zu können. Denn wie gesagt, ich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen unter der Strecke. Okay, sie geht aber noch eine ganze Zeit lang. Also es ist jetzt noch nichts verloren. Jetzt haben wir auch schon gleich einen Platz gut gemacht. Jetzt sind wir sogar schon Dritter. Also ich würde mal sagen, da ist trotz dieses groben Fehlers noch alles drin. Nein! Fuck. Gut, das war jetzt natürlich wirklich unnötig. Komm, gib mir wenigstens Windschatten. Gib mir Windschatten. Gib mir Windschatten. Aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht gut für Windschatten. Jetzt ist nämlich die Kurve. So, aber jetzt muss den da vorne, muss ich jetzt wieder einholen. Weil das Rennen jetzt auch nicht mehr allzu lange dauert, leider. Ah, okay, also er hat da vorne anscheinend irgendeinen Fehler gemacht. So, komm, 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 komm. Jo! Das war, ja, eigentlich total unverdient, weil so dumm wie ich gefahren bin, bei diesen ganzen Fehlern. Aber wir haben es doch noch geschafft zu gewinnen. Und daran seht ihr, dass der Schwierigkeitsgrad hier wirklich wesentlich einfacher ist als in der Karriere. Trotz dessen, dass ich von den Schienen gefallen bin. Oh, hier ist gleich Tokyo Race. Bin ich gleich in der Markierung für ein weiteres Rennen drin. Dann starten wir das doch mal. Okay, also so schätzungsweise 25 Minuten sind wir jetzt schon dran. Das ist wie gesagt der einzige Nachteil von OBS, dass man nicht sieht, wie lange man schon aufgenommen hat. Aber ich werde jetzt halt einfach ein bisschen was machen. Schauen wir mal. So, hier kann man abkürzen. Man muss aber aufpassen, dass man nicht irgendwie irgendwo gegen so ein Poller da in diesem Tunnel drin fährt. Das wäre schlecht. So. Was man sagen muss, die Turniere hier, also die Turniere, die es hier gibt, die sind alle ja, sozusagen für bestimmte Fahrzeug nur für bestimmte Fahrzeuge verfügbar. Moment, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich hier halbwegs durchkomme. Und also besonders kreativ waren die ja, Spieleentwickler hier nicht, denn sind meistens die gleichen Strecken.
Das hat mich jetzt echt voll irritiert. Gut, machen wir es uns etwas schwieriger mal wieder. Was ist denn das da vorne für einer? Mist, wir kommen leider nicht so richtig ran. Na komm, gib mir Windschatten. Gib mir Windschatten. Vielen Dank. So. Sind wir schon gleich wieder Erster. Hier hätten wir auch ein bisschen abkürzen können, aber egal. Oh, jetzt muss ich mich aber sputen. Jetzt muss ich mich sputen. Und Aggro! Das ist natürlich wirklich der Vorteil, wenn man das, die Tokyo Challenge am Anfang macht, dann kann man auch mit solchen Autos dann die Tokyo Challenge machen. Ist natürlich klar, dass man, wenn man dann schon so weit fortgeschritten ist, dass es die Exoten gibt, dass man natürlich dann auch ein Exot oder ein Klasse B-Fahrzeug, also schnell ein Klasse B-Tuner oder sowas nehmen sollte, um die Rennen hier zu machen. Und dann hat man natürlich keinen Aggro zur Verfügung. Und gerade für diese Gerade, die wir jetzt lang gefahren sind, ist halt Aggro wirklich ideal, weil die Strecke da ist halt eng und es kommen halt andere Autos entgegen und du musst halt so oft da irgendwie noch sehen, dass du da mit Nitro gut lang kommst. So, also in Sachen Beschleunigung, da haben wir momentan nicht so richtig die Chancen. Aber die KI fährt alles andere als klug. Von daher können wir die Rennen dann doch noch irgendwie immer gewinnen. Ja gut, das ist jetzt das nächste Rennen. Wieder ein... das ist doch nicht das Rennen, was ich dachte. Ach ja, das ist mein absolutes Hassrennen. Fuck. Du bist doch ein Wichser, ey. Ernsthaft. Das ist, meiner Meinung nach eine der schwierigsten Strecken hier in Tokio. Vor allen Dingen, also meiner Meinung nach, einer der Strecken, wo die KI am besten fährt und am schnellsten ist. Also hier fail ich immer relativ häufig bei dieser Mission. Wollen wir mal gucken, ob es jetzt dieses Mal besser klappt. Da vorne ist wieder die Polizei. Das macht mir doch leichte Sorgen. So, gut. Jetzt sind wir Erste wieder. Wir könnten jetzt natürlich, wenn der Typ uns weiterhin hier auf die Nerven geht, ihn mit Dinges außer Gefecht setzen, ihn mit Aggro außer Gefecht setzen. Allerdings sind ja zwei hinter uns, von daher können wir das auch sein lassen. So, upsala. Okay, die haben wir jetzt abgehängt. Also der Schwierigkeitsgrad momentan scheint wirklich sehr niedrig zu sein. Ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass im letzten Part so schwierig es uns so schwierig gemacht wurde. Also ich werde die Strecke Big Air niemals lieben. Aber mein Vater liebt sie auch nicht, also Vater und ich, wir fahren ja auch häufig hier so gegeneinander bei Midnight Club und du mich auch mal Bulle. Und als wir dann Big Air gefahren sind, da hat er sich auch so drüber aufgeregt. Ich meine, fuck. Fick dich, Bulle. Gut.
gut, haben wir noch gewonnen. Ja, was ich sagen wollte, ist natürlich auch, wir sind natürlich auch mit Muscle Cars gefahren, was natürlich dann noch nochmal etwas schwieriger ist als mit SUVs und Trucks. Ich glaube, als nächstes werden wir dieses Rennen hier in Angriff nehmen. Gucken, das ist Crossroads. Okay, das ist, glaube ich, eine Fixstrecke. Ich bin ein bisschen am Kränkeln, deswegen huste ich ab und zu. Das bitte ich zu entschuldigen. Und jetzt gucken wir mal. Crossroads. Ja, das gibt's nicht. Also genau, das ja, das so halb im Gedächtnis hatte ich die Strecke noch. Da gibt's nicht allzu viele Markierungen. Und das ist, glaube ich, auch eine ziemlich Highspeed-Strecke. Da sehe ich dann jetzt doch etwas schwärzer. Oh, das war nicht so toll. So, ach genau, das ist doch hier, kann man doch hier so abkürzen. Ich hoffe, der Sprung reicht. Jo, das ist doch, hat doch ideal geklappt. War ich auch nicht zu schnell, bin ich auch nicht zu weit gesprungen, sondern das war jetzt wirklich ideal. Sind wir leider überholt, aber, oh, hier muss man immer ein bisschen Slalom fahren, um diesen blöden Straßenbahn oder S-Bahn oder was das sein soll, da auszuweichen. So, ja, wenn ich jetzt mal eine lange Gerade hätte, könnte ich mal gucken, wie weit das noch ist. Okay, das ist noch ein Stück. Also dürfen wir uns noch nicht zu sicher sein, aber jetzt können wir hier vielleicht schon mal einen Turbo zünden, um uns zumindest ein bisschen abzusetzen. Ja, wobei das eher nicht so gelingt, das mit dem ein bisschen absetzen. Hat natürlich damit zu tun, dass wir ja, mit Nitro jetzt nicht so viel schneller sind als ohne Nitro. So hier, das ist die Streckenteil, der mir hier immer sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Und hier noch einmal durchspringen und Erster. Ja, da kann alles Mögliche passieren. Du kannst, wenn du halt oben lang fährst, was ich halt gerne mache, dann kann dir eine Bahn entgegenkommen oder was auch häufig passiert, du fällst von den Schienen runter oder was mir auch schon mal passiert ist am Ende, du springst dann da irgendwie gegen die Bande, also geht ja der linke Teil der Schienen geht ja dann so nach links weg und geradeaus kannst du dann runterspringen und ich bin dann zu weit links gewesen und gegen die Mauer gefahren. Also da kann jede Menge passieren, auch eine der Strecken, die ich nicht so mag. Gucken wir mal, was jetzt angesagt ist als nächstes. So, Unbeatable Street Racers Turnier ist jetzt auch freigeschaltet. Ja.